So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Franz vs. Streak. Ich würde mich gerne mal bedanken bei euch für die ganzen Wrestler-Vorschläge, mit welchen ich versuchen soll, die Streak vom Undertaker zu brechen. Es waren so viele, ich konnte mir im Prinzip irgendeinen aus dem Roster aussuchen. Ich habe den Wunsch von irgendeinem getroffen. Aber Ryback wurde sich das ein oder andere Mal gewünscht, deswegen probieren wir das Ganze mal mit ihm. Gegen den Undertaker, ich habe jetzt mal als Attire ein eigenes genommen, was ich mit Superstar jetzt gemacht habe. Ich habe es irgendwie versucht, damals an den American Badass Undertaker anzugleichen. Gibt aber leider nicht so viele Möglichkeiten mit den Superstar-Heads oder mit den verfügbaren Optionen. Konnte nicht so viel reißen, da seht ihr ihn. Ansonsten ist das Moveset aber genauso und ist einfach nur als weiteres Attire gespeichert. So, Taktik bleibt die gleiche. Möglichst den Undertaker zu besiegen. So. Und wir kommen dann, alles klar. So, wie gesagt, erstmal möglichst im Ring besiegen oder Finisher zu führen und so weiter. Und Pin erst später ansetzen. Sobald es möglich oder sobald es nötig ist. Nein, kannst mich mal. Nein, komm. Ich habe auch gemerkt beim Spielen gegen Ryback, dass er eigentlich ziemlich gut ist, auch wenn er von der KI gespielt wird. Also er konnte ziemlich viel und so weiter. Vielleicht hilft mir das ja auch weiter hier bei den Attributen oder so. Na, steh auf. So, geh auf den Kopf. Und wir werden gekontert in den Belly to Belly. Das geht super los hier. Nein. Okay, alles klar. Alles klar. Ebenfalls ein Belly to Belly. So, mal gucken, wie die Taunts sind. Der ist zu lang, der Taunt. Scheiße. Das wird ein Neckbreaker. Ah, muss ich hier noch 10 vor 23 Uhr. Oder ja, 22.50 Uhr muss ich noch ein Let's Play Part für euch aufnehmen, damit ich morgen ein Part für euch habe. Ah, da hier kommt der Pain, der es später kommt. Und ich heute den ganzen Tag mit Universe Mode verbraucht habe. Mit Vorbereiten und so weiter und nur noch eine Stunde aufgenommen habe. Und daher erst zu spät habe ich überlegt, nimmst du morgen auf, nimmst du jetzt so schnell auf vom Pen? Und da ich noch nicht so müde bin, habe ich mir gedacht, nimmst du mal schnell Franz vs. Streak auf. Kommt ja ganz gut an. Views sind ganz okay. Oder besser sogar als 30s of WrestleMania gewesen. Jedenfalls von der Schnelligkeit her, wie sie angeklickt worden sind. Also ich habe dort schneller 100 Views erreicht als mit dem anderen. Oder mit dem 30s of WrestleMania Part. Wahrscheinlich, weil der Streak-Mode immer unterschiedlich ist. Ich hoffe, dass es mit Universe-Mode so ähnlich sein wird. Und dass dort das Ergebnis ebenfalls so ist, habe ich ja gerade zweimal gesagt. So, zu dem Aufnahmezeitpunkt hier oder zum Release-Datum ist die erste Folge Universe-Mode ja schon draußen. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, dann schaut einfach mal auf den Kanal vorbei. Um 16 Uhr kommt immer eine Folge. Und erstmal kommt hier Franz vs. Streak auch erstmal eine Woche oder weiß ich noch nicht wie lange. So, Attack hat noch kein Signature Move. Wir haben ein Comeback, die werde ich aber noch nicht einsetzen. Das kann er vergessen. Machen wir Running Move. Belly to Belly. So, komm. Wir haben gleich einen Signature Move. Den werden wir gleich einsetzen. So, ich muss jetzt mal gucken. Was sind seine Signature Move? Meat Hook, Clothesline. Im Lauf, alles klar, oder als Eckenfinisher. Signature Move. Dann machen wir das doch mal. Nein, oder machen wir so. Jawoll! So, komm! Haha, zum Shellshock hin! So, ich bin gespannt, warte mal. Ich glaube, wenn ich ihn an den Beinen anfange zu. Oh Gott, ich muss weglaufen! Wohin muss ich laufen? Nein! Nein! Hat er Finisher? Macht er ein Sing. Jawohl! Jawohl! Ich habe ihn gekontert. So, er hat einen Finisher. Ich gehe raus. Das Gongling haben wir fertig erstmal. Kannst herkommen. Gleiche Strategie wie immer. Hoffen, dass er uns umdreht, dass ich das dann kontern kann. Wenn mir das so gelingt. So. Na. Na, jetzt hat er wieder einen Signature Move. Oh oh. Oh oh. Scheiße. Das war der Last Ride.
hoch und runter. Seine zwei Finisher. Oh nein. Oh nein. Bin so schlecht im Finisher-Content. Habt ihr da irgendwelche Tipps für mich? Habt ihr irgendwelche Tipps für mich, wie man Finisher besser kontern kann? Bin so schlecht. Jetzt will er uns whippen. Nein. Die Flying Lariat. Macht keinen Taunt. Es will uns zurückbringen? Nö. Oh Gott. Wir haben welche in die Kommentare geschrieben, weil ich Wake-Up-Taunt manchmal mache. Verliere ich so schnell in die Finisher. Danke für die Info. Der zweite Tombstone, den wir abkriegen. Bluten auch schon. Oh Mann. Komm schon, hab Erbarmen mit mir. Hab Erbarmen. Ich will nicht zurück in den Ring. Ryback will zurück zum Taker. So. Sein Körperschaden ist auf Orange, aber sein Kopf noch nicht. Deswegen, da habe ich noch ein bisschen was vor mir. Würde ich mal behaupten. Kommt der Low Blow. Geht zurück. Taunte mal. So, auf dem Kopf. Ja, war wohl nichts, was? Er hat erneut einen Signature-Move. Langsam ist auch mal gut, ne? Running DDT. Ich hätte jetzt fest damit gerechnet, dass er einen Signature-Move macht. Und zwar konnte ich ihn... jetzt. Nein! Das war ja super. Das war ja super. Richtig super. Alter, hör auf mit der Flying Clothesline. Ist er denn Finisher? Nein. Hell's Gate. Bringt dir nichts. Bringt dir nichts und mir auch nichts. Okay, wir sind total im Arsch. Wir sind total im Arsch. Warum wäre ich noch glücklich, wenn wir das Ding hier gewinnen? So. Nimm das, Taker. Nimm das. So, einmal auf den Kopf, bitte. Nein. Was haben wir eigentlich für Fähigkeiten? Alles klar. Haha. Auf den Kopf sollst du gehen. Schön. So. Kopf und Körper rot machen. Kopf und Körper rot machen. Scheiß auf den Highscore. Aber Widerstand haben wir noch nicht einsetzen müssen. So, komm her. Nein! Hör doch mal auf! Hör auf, komm, Taker! Ich will nicht! Ha! Chokeslam gekontert. Zack, zack. Damit hätte ich nicht gerechnet. Muss ich sagen. Muss ich sagen. Da kommt die Last Ride Powerbomb. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte. Nicht! Bin so schlecht im Finisher-Content. Bitte gib mir irgendwelche Tipps. Irgendwelche Tipps. Zurück! So, Shell-Shocked. Können wir auch nochmal zeigen. Ist keine Pin-Kombo, ne? Was soll ich hier davon machen können? Zu schade. Ist immer noch orange. Am Körper und am Kopf nur gelb. Na, wieder nicht. Den halt nochmal. Im Ring hätten wir zu null noch einen Comeback-Moment, aber darum will ich mich lieber nicht verlassen. Ich nicht. Nein! Bring mich zurück. Lass mich da, wo ich war. Haha. Da ist
dachte, jetzt kommt auch ein Loblo. Fick dich. Jetzt ist er. Jetzt ist er angeschlagen, so einigermaßen. Der Kopf fehlt. Fehlt aber noch. Aber der gute Taker konnte zu viel. Der konnte zu viel. Wie habe ich das denn beim letzten Mal gemacht? Was da genau. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich muss wieder. Du kannst vergessen. Ich gehe wieder zurück. Und die, und die Musik ist natürlich wie immer. Ihr wisst es. Von Shira. Day. Link ganz unten in der Videobeschreibung. Einmal taunten. Oh oh. Oh. Ja, schon wieder Signature Move, ne? Schon wieder. Taker. Komm schon. Ja, das ist gut. Ha! Gekontert. Ohne dass er uns umdreht. Oh, ich bin der Beste. Steh auf, Taker. Nein. Bin on fire. So. Nein! Nein, erneut konnte er. Oh, ich bin doch nicht der Beste. war so kurz davor. Hat er eigentlich noch was anderes außer Shellshock als Finisher hier? Nein, Shellshock 1, Shellshock 2. Gut. Auf den Kopf soll zu gehen. Und dann. Wieder auf den Kopf. Wieder auf den Kopf. Taunten. Okay, also. Meathook. Warte mal, ich warte, wenn wir trotzdem mal gucken. Steht nicht, worauf das hingeht, ne? Shellshocked. Okay, nicht gekontert. Alles klar, alles klar. Alles klar. Boom. Mit der Resiliency musste ich nochmal gucken. Dass er die verliert. Na, geh weg, Resiliency. Danke. Hätte ich beinahe vergessen. Beinahe, aber auch nur. Das ist ein... Kopf und Körper rot. So, beim nächsten Finisher gehe ich zurück in den Ring. Gehe ich zurück in den Ring. Das sage ich euch, das mache ich und werde hoffentlich das Ding irgendwie machen. So. Oh oh. Schöner Power Slam hier. Steh auf. Steh auf. Nein! Achso, und er darf natürlich keinen Finisher haben. Ist ganz nützlich, wenn er mich dahin schickt. So. Jetzt gehe ich zurück in den Ring und warte auf seine Ankunft. Und hoffe das Beste. Wünscht mir Glück, Leute. Wünscht mir Glück. Mit dem Gutkick werde ich ihn begrüßen. So, los geht's. Komm. Das muss es sein. Ich werde vom Kopf machen. Vom Kopf versuchen, den Pin anzusetzen. Hoffe, dass er nicht in den Chokeslam geht oder so. So, come, come back. Ja, komm. Komm. Eins, zwei, drei. Auch mit Ryback machen wir das Ding hier zu Ende. Schön. Nach dem Shellshock. Da blutet wohl jemand. Kinder, geht ins Bett. Das wird der Franz nämlich auch gleich machen. Ja, ja. Ryback. Macht das Ding hier. Beenden. Mal gucken, was der Score ist dieses Mal. Wir haben nur zweimal Content, ne? Aber wir haben keine Resiliency benutzt. Das heißt, wir kriegen 20.000 Bonus. 61.000, alles klar. Ja, gut. Da hätten wir noch was reißen können.
Matchlänge fast 13 Minuten. Aber wir haben es letztendlich doch geschafft. Ja, ich möchte gerne hochladen. Zieh durch. So, die Ranglisten sind ja immer für eine Woche. Soweit ich da informiert bin. Keine Ahnung, ob das so richtig ist. Steht ja, glaube ich, immer da, wöchentliche Rangliste oder so. So, steht jetzt noch nicht da, welcher Rang ich bin. Egal. Gut, das war's jetzt erstmal. Bis morgen um 18 Uhr. Erneut konnten wir die Streak vom Undertaker beenden, dieses Mal mit Ryback. Auch wenn es am Anfang nicht so aussah, haben wir es letztendlich doch geschafft, nach Shell Shocked den Undertaker 1, 2, 3 zu pinnen und dieses Mal ohne Resiliency einzusetzen. Mann, oh Mann. Ja, schreibt mir in die Kommentare, mit wem ich das nächste Mal versuchen soll, die Streak vom Undertaker zu beenden. Bitte bedenkt, dass ich immer im Voraus aufnehme und so weiter. Und vergesst auch bitte nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben. Bis dann, bleibt so seid, euer Franz. Euer Franz sagt, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.